Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wieder im Black Desert unterwegs und habe ein paar neue Sachen in Erfahrung gebracht. Unter anderem bin ich bei Titan Warlords beigetreten. Eine PvP-Progress-Gilde. Bin ja auch ständig hier drin unterwegs und knubbel hier irgendwo rum. Ihr seht an meinen XP-Prozenten da oben. Ich habe gestern noch 6% gefarmt. Muss ich gar nicht so viel noch haben. Ich habe gestern noch ein bisschen rumgefarmt, habe meine ersten 10 Millionen insgesamt eingesammelt. Ja, gibt ein kleines Update von Wissen, was ich vorher nicht wusste, was halt gesagt wurde. Ne? Und ich nehme das dann halt so auf und gucke dann, ob das irgendwie stimmt. Haben viele so gesagt, habe ich gedacht, okay, kann ja so sein. Es ist halt so, dass ich jetzt gerade mich Skill resettet habe und geguckt habe. Ich habe knapp unter 500 XP. Skillpunkte, nicht XP, Skillpunkte und die Skillpunkte aus den Quests zählen wohl nicht zum Softcap. Da ich ja jetzt ungefähr 80 oder 60 Punkte geholt habe, bin ich zwar schon nah dran am Softcap, aber es ist halt doch so, dass ich einfach die Quests machen kann. Das macht wohl doch keinen Unterschied. Ja. Finde ich gut einerseits, andererseits ja, habe ich mir natürlich jetzt hier ein Ei gelegt. Das heißt, ich muss jetzt alle möglichen Quests nachmachen, nachholen. Und das werden wir dann auch machen. Hallo, ich möchte bitte mein Pferd mitnehmen. Ich habe irgendwo mein Pferd stehen gelassen. Hä? Oh, da hinten. Ja. Das heißt, wir rennen jetzt erstmal hier die ganzen Quests ab, damit mein Inventar größer wird. Und wenn mein Inventar größer ist, kann ich effektiver farmen. Und ja, lass uns das einfach mal beginnen. Dementsprechend habe ich dann jetzt auch wieder mehr zu tun. Bin immer noch erkältet, krank. Nase dicht, richtig, richtig fett. Also mit Nasenbluten und mein Mund ist auch immer noch offen. Also ist ein Riss drin, der immer noch weh tut. Brennt zum Glück nicht mehr so doll. Aber ich muss wahrscheinlich jetzt regelmäßig niesen. Und ja, sorry, wenn es dann passiert. Dann passiert es halt. Ja, werde dann auch mal gucken, dass ich jetzt mal ein bisschen mehr farme. Dabei farme ich eigentlich schon mehr als 3 Stunden am Tag. Bin dann irgendwie noch 2-3 Stunden am Angeln. Also wenig mache ich ja nicht. Aber ich gucke jetzt mal, dass ich mal mein Set zusammenkriege, mir dann ein paar Steinchen erfarme. Und mir mal meine Rüstung hochballern. Ich kann die ja theoretisch auch ins Lager legen. Und dann kann natürlich mein Magier diese Rüstung auch verwenden. Mal eben gerade gucken, bevor ich jetzt hier ins Gebiet reinrenne. Lasse ich, glaube ich, mein Reittier lieber hier, oder? Also ein bisschen zu weit. Aber hier sind die Lego. Ja, ich nehme da Dingen einfach mal mit, das Pferd. Dingen. Ja, sag ich doch, hier sind nämlich auch schon Kämpfer. Ja, Kacke. Ja, die Leute sind jetzt alle im Endcontent-Hype. Dementsprechend ist hier vorne gut frei. Also ist, wirklich für jeden was zu holen. Sehr empfehlenswert. Ja, ist hier so voll jetzt. Fuck. Ja, toll. Was mache ich denn jetzt? Da können wir, wenn ich das hier hinten reinstelle. Ey, es braucht so ewig zum Halten. Und runter und reingehüpft. Gut. Dürfte so funktionieren. Rufe ich meine 3 Vögelchen. Ah, das hier ist eine Videobotschaft. Moin, Henry. Human, the fulfillment of your final wish is nigh. Yes. It is time. Those infernal Kalphonian scum will meet their end here.
You are mistaken. What do you mean? If we destroy this place, the Kalfonian troops will be doomed, and I will finally be king. Ignorant fool, I will make you a king. The king of worms, that is. So you are absorbing other human souls, waiting for the chance to take possession of my body? Your soul was full of the purest form of anger, you know. That's why I selected you. But now, it is broken and reeks of imperfection. I'll get you in the end, Belmorn. Kanarak, Kentry, Panoa! So wegklatschen hier sind Typen. Hawking has returned. Ja, also die Grafik von den Videosequenzen ist zwar ganz schön, aber so von dem Inhalt her ist es ja, was soll ich dazu sagen, ey, 5 Minuten lang ich werde dich hauen, lass uns mal sehen, schmeiß mal Feuer, weißt du, also so vom Content her ist es ja, Alter, was soll mir das jetzt sagen? Der Typ hat auch Geister gefressen oder was und hat sich jetzt verwandelt. Ja, super. Was mich viel mehr interessieren würde, ist, wo dieser geile Drache herkommt. Ah. Ja, jetzt können wir auch wieder die ganzen Schwarzgeist-Quests machen. Jetzt ballern wir mal hier so richtig durch. Der will mir was sagen, aber aktiviert sich nicht. Ja, das ist auch eine gute Idee. Das heißt... dass der Content nicht so weit ist. Also ich muss noch hier ein paar andere Punkte abgegabbelt haben. Das heißt, ich reite jetzt hier rüber. Okay, ne, hier rüber. Ja. Laufen wir hier rüber und springen da rein. Machen die Höhle. Gehen hier rüber. Gehen von da aus. Hier rüber. Darüber. Darüber. Glaube ich. Hätte ich jetzt mal so gesagt. Ja. Ja, ich weiß noch am Anfang, als ich hier gekloppt habe, dass ich das sehr schwer fand hier. Jetzt ist es im neuen Gebiet wieder so. Mir ist aufgefallen, dass man dann doch wirklich mehr Rüstung braucht. Ich bin nicht der Einzige, jetzt wo ich in der Gilde bin. So nach einem Monat sollte man sich eine Gilde suchen. Damit man auch ja, Informationen bekommt von Leuten, die woanders drin ein bisschen weiter sind. Ja, das ist ein Höhleneingang. Mich gerade ein bisschen interessiert. Ja, muss später mal alles abreiten hier. Kostenverwaltung. Ja, lass mal fertig mal hier. Ich glaube da oben, das ist die Höhle. Oder? Ja. Also von der Weltaufbauart ist das ja schon echt nice, ja? Also man hat schon das Gefühl, dass man nicht überall hochkommt, aber doch immer mal wieder eine Ecke findet. Okay, ich laufe drum rum, macht ja keinen Sinn. Darum oder darum? Ach komm, Alter. Okay, ich hab gedacht, ich laufe jetzt einfach nur schräg hoch und dann... Okay.
Ich dachte doch, das wäre ein bisschen niedriger. Ist nun mal so. Ja, wird jetzt mal hier... Ja, Luft, du! Ich glaube, ich muss mal die Mauseinstellung fürs Links- und Rechtsrad einstellen. Also ich muss doch schon ziemlich weit mit der Maus drumrum rollen. Aber ist schon... Ihr seht das ja in der Cam-Einstellung. Wenn ich zum Beispiel die Hälfte nach links gehe. Ja, sind das schon gut 1,5 Zentimeter. So, ist das hier das Wasserdingens? Nee. Ach da. Ah. Ich bin sonst noch von der anderen Seite gekommen. Oh, meine Nase, Alter. Gildenkrieg. Da? Nee. Doch. Ja, die sind auch ziemlich sinnfrei, weil die bis jetzt auch wirklich nichts gegeben haben. Ah, okay. Was soll ich hier machen? Ah, jetzt soll ich davon was kloppen. Was denn? Oh, ein Osterei. Aber Ostern ist doch vorbei. Ah, die Kleinen. Na toll. Was sollen die denn geben? Oha, da sind ja immer nur ein, zwei davon da. Was ist das denn, ey? Aber die droppen auch nichts Besonderes. Also das ist... Vom Loot her ist nichts. Doch, eine Wasserpflanze habe ich gekriegt. Yay. Ja, den wollen wir. Und den wollen wir. Das ist... Komisch. Ja, wieder mit Wasserpflanze. Ah, ein Kern. Okay. Ja. So, ja, was kriegen wir dafür? Der Ursprung klares Wasser. Wissen, okay. Wissen bringt uns weiter. Da kriegen wir hier dieses Ding und Archivements und mehr Prozente auf der Weltmap Archivement Scheißkacke da. Okay. Also, was hier meine ich, hier diesen Ring, der wird dann voller. Und meine ich zumindest. Also Wissen ist halt dieses Ding hier, ne? Voll zu kriegen. Und dann kriegt man halt nachher auch bessere Titel, also hier diese Fortschrittsbelohnung und so. Das habe ich jetzt langsam genug vernachlässigt. Zum Urlicht. Ja, dann gehen wir doch, ja. Oder? Ne, wir holen uns erst das Artefakt und gehen dann darüber. Und, oh, muss da hinten durch. Weil das ja jetzt eine weiterführende Quest ist, nicht, dass ich ja nachher dann nochmal wieder dahin muss. Und es dann nur an diesem einen Ding liegt. Weil das hier kommt nach dem Artefakt, was da oben war jetzt. Ja. Lass mich mal laufen. Ja. So ein Ding brauche ich nachher auch für meine zweite Waffe.
Aber komisch, ja. Das ist ein sehr seltener und der zerbricht dann mit Wahrscheinlichkeit. Und die gelben, diese, genau, die da drin sind, sind halt seltener, dass sie, die Chance ist unwahrscheinlich, dass er zerbricht, heißt es halt. Ja. Ah, gestern hatte ich auch noch hier meinen ersten ordentlichen Ärger mit jemandem, der meinte, ich hätte ihm das hier nicht gesendet, er hätte mir aber seins gesendet. Da kriegt man dann 5. Schatztruhen und kann dann probieren, ob man einen Ring oder eine Kette oder so kriegt. Nur leider kam es von ihm nie an. Hab's dann auch aufgenommen und sowas. Und er hat dann halt versucht, mich unter Druck zu setzen, dass ich das doch senden soll, ansonsten würde ich ja wohl gebannt werden. Also anscheinend hier, ich habe dann einen Forumbeitrag gemacht und scheint hier wohl eine Tour zu sein. Alte Saunil-Rüstung. Ach sowas, ja. Ja, stimmt, die sind ja auch noch in der Range. Können wir mal eine Quest annehmen? Ja. Was soll ich denn hier machen? Ja, jetzt hab ich alle weggekloppt, ne? Ja. Ich will die Saunils besiegen, Alter. Ich habe alle schon besiegt. Was ist denn das hier oben? Steht da oben noch einer hinter oder was? Ja, toll. Ah, hier, Schmied, sehr schön. Damn lizards. We must completely rid this world of them. Ja, nur hier ist nichts. Alle Feierabend, stehen hier alle und heulen. Was ist denn? Achso, da draußen auch noch. Na gut, dann laufen wir mal. Ah, da vorne ist einer, da sag ich doch. Ey. 5 Kämpfer, ja, das schaffe ich doch. Laufen wir zum Artefakt und auf dem Rückweg kloppen wir unten noch was weg. Diese Ballisten sind auch echt übel, also das ist echt ein... echt geil, also vom Effekt her und so. Natürlich kann das Ding jetzt auch richtig wackeln und so, aber ich glaube dann immer würden die Grafikkarten nicht mehr mitmachen. Aber ich finde das voll witzig. Hier, die schießen zum Beispiel alle gegen die Mauer von innen. Auch irgendwie voll banal, denn dahinter sind gar keine Gegner. Lauf, Mann! Ich weiß gar nicht, ob ich die habe. Komm, schießen wir mal hier so einen Strahl rein. Wohl eigentlich einen Strahl schießen, nicht springen. Na gut. Komm ich hoch? Yes. Ah, ich hab mit dem noch gar nicht hier die Gegend. Alter. Ja gut. Also ich muss auf jeden Fall noch einiges nachholen. Nehme ich alles auf. So. Das ist auch ein geiles Video. Glaube ich, hier kommt ein Video. So soll der Geist nämlich nachher wahrscheinlich aussehen. True darkness will never fade. You're good, human. I'm continually surprised by your tenacity. The ancient light. Ha. I never imagined it still exists. Ja, und dieses Urlicht, da müssen wir ziemlich rüber. If you truly want to save this elf, activate the artifact this instant. With this artifact,
I can. I can truly, truly resurrect at last. Do it. He is controlling my body against my will. I can't withstand it much longer. Use the necklace Eden gave. With the power of Idana's necklace, you can expel Balmorn in his weakened state. Ugh. Vicious little witch. If you use it, this mortal soul shall plummet into the darkness with me. Do you truly wish to sentence her soul to eternal darkness? Hurry. The artifact. Finally, perfect darkness. No. Stop. Stop, I say. The power is mine alone. Balmorn is gone. Er liegt die im Boden drin, Alter. You might detest me, but I'll never apologize. I don't consider anything I've done to be a mistake, and I'm far from done yet. Victory will be mine. Ja, das war jetzt eigentlich das Video vor dem anderen Video. Aber das ist dann halt, ne, wenn es halt Open World ist, kann es dann halt einfach zum Endboss gehen, in dem Sinne, Endeffekt. So, bevor mir jetzt gleich meine Nase hier auf die Tastatur tropft, sage ich, ich putze mir jetzt die Nase, wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, Leute, haut rein, bis dann.